Das Wetter hat es heute gut mit den Ostersbachern gemeint. Nach vielen verregneten Feiertagen konnte die Pfarrei St. Fridolin in diesem Jahr Christi Himmelfahrt wieder einmal Open Air feiern. Im Zentrum des Hochfestes, das immer genau 39 Tage nach Ostern stattfindet, steht die Rückkehr Jesu zu seinem Vater in den Himmel. Das bedeutet keine Abkehr von den Menschen. Er bereitet ihnen vielmehr den Weg. Er ist derjenige, der da ist für uns. Und er zeigt uns, welche Größe, welche Herrlichkeit er hat, welche Herrlichkeit Gott hat. Und das wird, denke ich, nochmal sichtbar. Wir dürfen uns freuen auf das, dass er uns den Weg bereitet und dass er uns eine, wie wir es in der Predigt gehört haben, eine Wohnung bereitet. Und das macht doch Hoffnung, das macht doch Kraft und das ist doch einfach ein ganz toller Gedanke. Und das glaubt man. Darauf ging auch Kaplan Zacharias in seiner Predigt ein. Jesus ist für die Gläubigen da, auch wenn er nicht mehr als Mensch mitten unter ihnen ist. Diese Botschaft an Christi Himmelfahrt soll Mut machen und Kraft geben. Aber auch dieser gemeinsame Gottesdienst an der Lourdesgrotte in Ostersbach ist für viele, nach den Wochen der strengen Einschränkungen durch die Pandemie, eine gelungene Abwechslung und eine geistige Stärkung. Es ist immer so, dass wenn ein Fest ist oder ein besonderer Feiertag, eigentlich schon mehr Menschen kommen. Und das, glaube ich schon, die älteren Menschen und so die Jungen auch zeigen wollen, das ist Brauchtum, das müssen wir weiterleben. Ich finde es sehr wichtig, ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass es hier ganz gut angenommen wird. Dieser außergewöhnliche Ort an der Grotte, mitten in der Natur. Die musikalische Begleitung des Hochfestes Christi Himmelfahrt. Worte, die zum Nachdenken anregen. All das bewegte die Gläubigen an diesem Tag. Wir freuen uns, wenn man eigentlich in der frischen Luft den Gottesdienst feiern kann. Also ist bei mir eigentlich schon was wert. Wir eigentlich in der Kirche. Es war ein schöner Gottesdienst mit schöner Musik. Mehr brauche ich nicht. Wenn man einfach auch katholisch ist und so, das ist dann einfach schon was Schönes für mich. Und überhaupt bei uns in der Grotte ist immer schön. Hier in der Umgebung, das liebe ich, weil ich sitze hier und denke, es ist wie ein Dom. Ein Dom aus Grün und Pflanzen und Bäumen. Und das ist eigentlich das Besondere in der Natur heraus. Ich bin gerne in der Natur und das verbunden noch mit der Eucharistiefeier finde ich dann besonders gelungen. Und so war dieser Gottesdienst an Christi Himmelfahrt nicht nur ein Fest zu Ehren Jesus Christus, sondern auch ein Fest der Natur. All das hat zur besonderen Stimmung dieses Feiertags in Ostersbach beigetragen.